Ja, moin zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom Grünen Salon. Hier treffe ich mich mit spannenden Menschen aus der Stadt und rede über spannende und aktuelle Themen. Und heute bei mir ist Caroline Stüdemann. Hallo Caro. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich finde es auch super. Wir reden gleich über dich, wir reden gleich auch darüber, was du machst. Caro ist nämlich Geschäftsführerin von Viva Con Agua. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch das sowieso kennen. Aber du stellst es gleich nochmal vor und dann sprechen wir über Engagement, über Auslandsaufenthalte, über Visionen für die Zukunft, wie sich unsere Stadt entwickeln kann und soll. Aber ich dachte zum Warm-up, Wasser hast du ja, ne? Ja. Wie sollte es anders sein bei Viva Con Agua? Ich dachte zum Warm-up machen wir ein kleines Spiel, das heißt legendäre Frauen. Ja. Und ich bitte dich mal eine Karte hier zu ziehen. Ich ziehe auch gleich eine. Okay. Einfach irgendeine. Oh. Nimmst du gleich die? Gleich mal die, weil ich glaube nämlich, ich weiß, wer das ist. Ja, gut, dass du es weißt, denn du stellst mir gleich eine Frage. Ah. Hast du auch schon eine Idee, wer das hier ist? Guck mal, du kannst ja hier schon einmal in die Kamera halten, dass das auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Ja. So, und wer fängt an? Soll ich? Du fängst mal an. Also ich... Okay. Eine rauchende Frau, wo die haben sage, damals doch, alle... Du weißt das, glaube ich, sofort, wenn ich sage. Gut, aber es geht ja darum, sie liest mir eine Frage vor und dann gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und ich habe die mir noch nicht alle vorher angeguckt. Das wäre ja auch unfair gewesen. Aber. Durch welche Formulierung in Bezug auf den Eichmann-Prozess löste Hannah Arendt einen Skandal aus? Ja. Genau. A, die Transzendenz des Faschismus, die Banalität des Bösen, die Gefahr der Propaganda oder die Dämonisierung der Verachtung. Banalität des Bösen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ein sehr, sehr prägender Satz, ja. Und faszinierender Film. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sprechen gleich noch weiter über Frauen. Aber erstmal kommt meine Frage an dich. Wer ist denn das hier? Marie Antoinette. Mhm. Hättest du das gewusst? Nee. Ne? Okay. Wie endet das angeblich von Marie Antoinette stammende Zitat über die in Frankreich hungernden Bauern? Wenn sie kein Brot haben... Dann sollen sie Brioche essen, dann sollen sie ihre Pferde essen, dann lade ich sie ins Schloss ein zum Essen, dann sollen sie ihre dicken Kartoffeln essen. Ich hätte jetzt auf A getippt. Das ist richtig. Sehr gut. Sehr gut. Für jede einen Punkt. Gibt es für dich eine Frau, die du besonders beeindruckend findest oder die ein Vorbild für dich ist? Oh, es gibt tatsächlich echt sehr, sehr viele Frauen, bekannte und unbekanntere, die mich irgendwie in meiner gesamten Lebenszeit so geprägt und inspiriert haben. Also ich finde tatsächlich auch Hannah Arendt inspirierend. Auf jeden Fall. Durch ihre sehr Klarheit und ihren Mut. Also ich finde es immer sehr faszinierend, wenn Menschen einfach so für etwas einstehen, hinter dem sie stehen und sich dann auch trauen, darüber offen zu sprechen und dann die Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Das finde ich immer sehr faszinierend. Und deswegen, ja, das fand ich beeindruckend, aber auch Emma Watson oder... Ja, aus dem persönlichen Umfeld? Weil ich nenne zum Beispiel ganz oft meine Mutter, die mich sehr geprägt hat, die mich auch in meinem Sein und in meinem Wesen beeinflusst hat bis heute und eigentlich auch meine engste Vertrauensperson eigentlich ist. Und deshalb muss ich gar nicht so weit gucken, um da ein Vorbild auch zu nennen. Ja, das ist ganz spannend. Bei mir ist ganz direkt meine Schwester, die 1,5 Jahre zwar jünger ist als ich, aber wir sind eigentlich fast aufgewachsen wie Zwillinge. Die hat mich immer sehr geprägt, auch in meiner gesamten Entwicklung. Aber als Vorbild würde ich sagen, hatte ich zu meiner Zeit, als ich die Jugendhilfeeinrichtung geleitet habe, hatte ich einen Coach oder wie ist denn die weibliche Form von Coach? Weiß ich gar nicht. Die Coach. Die Coach. Die mich sehr, die mich echt geprägt hat und sehr gefördert hat in dieser Rolle als junge Führungskraft mit 24 große Verantwortung zu übernehmen, viele schwere Entscheidungen zu treffen. Mit der habe ich regelmäßig auch einige Entscheidungen einfach auch mal so durchgesprochen und da ging es auch viel darum, persönliche Anteile, die eigene Biografie besser zu verstehen und das hat mich wirklich sehr Ja, und das sind dann oft die nicht so bekannten Menschen, die einen aber trotzdem unglaublich prägen, ne? Und einem zu dem machen, was man tatsächlich ist. Du hast eben schon gesagt, mit 24 Leiterin einer Jugendhilfeeinrichtung, sag mal ein bisschen was zu deiner Biografie. Du bist wahnsinnig jung, 29, glaube ich, warst. Ich bin und hast schon eine rasante Karriere hingelegt. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt tust?
Ja, ich kann gerne ein bisschen erzählen. Also was mich schon in der gesamten Schulzeit geprägt hat, war eigentlich immer so ein sehr hohes Interesse auch an Engagement. Also irgendwie von der 7. Klasse an war ich immer in unterschiedlichen Positionen in der Schülervertretung, irgendwann auch Schülersprecherin und habe mich da immer schon ganz viel eingesetzt. Und so hat das ging irgendwie mein ganzes Leben so weiter bis jetzt. Da haben wir viel gemeinsam. Also da können wir sicher lange drüber reden, über SV-Schülervertretung etc. Und, ja, und das ist viele toll. Andere Dinge. Das kennst du wahrscheinlich auch aber von früher. Das prägt einen denn auch schon von früh an, ne? Wenn man das gar nicht abstreift. Ja, und wenn man auch so früh das Gefühl bekommt, man kann selber etwas ausrichten und man hat so diese Selbstwirksamkeit, man kann sich einsetzen, man wird gehört und erfährt schon früh so demokratische Strukturen. Super. Und dann hast du studiert in Hildesheim? Genau, und dann war ich 5 Jahre in Hildesheim, habe da meinen Bachelor und Master gemacht im Bereich Sozial- und Organisationspädagogik und da auch schon immer eigentlich den Blick auf, wie lassen sich soziale Einrichtungen organisieren, wie lassen sich Teams führen, wie lassen sich so Ziele und Strategien ausarbeiten, das hat mich immer total interessiert. Und während meines Studiums fand ich es aber auch immer spannend, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Also ich weiß von dir, du warst, glaube ich, auch ein Jahr in Großbritannien. Ja, direkt nach der Schule, genau. Das hat mich auch wahnsinnig geprägt. Also eine neue Perspektive auf mich selbst, vor allem eine neue Perspektive auf das Land, in dem ich war, das ich ja bis dato nur damals aus Büchern und Zeitschriften kannte. Mit Internet war es noch nicht so weit. 95, 96, ich habe 96 Abitur gemacht. Und dann vor allem nochmal eine neue Perspektive auf mein Land, ja, auf Deutschland. Und da habe ich, glaube ich, auch nochmal eine Form von Patriotismus entwickelt, die ich so gar nicht kannte, ja, weil ich da ein bisschen anders sozialisiert gewesen bin. Ja, das war auf jeden Fall sehr prägend und für dich dann auch offenbar. Genau so, das ist genau dieses mal von außen den Blick einnehmen, aber auch sich selber nochmal ganz anders kennenlernen, sich selber in seinem Wirken neu erleben und auch so andere Realitäten wahrnehmen. Und was ich da wirklich auch gelernt habe in der Zeit ist, richtig zuhören, so die eigenen ersten Urteile, die man manchmal schon im Kopf hat, erstmal zurückstellen und völlig offen sein für das, was einem dort begegnet und das erstmal alles annehmen und sich selber völlig reingeben. Und dann sozusagen erst im zweiten oder dritten Schritt das alles interpretieren. Klingt aber auch sehr anstrengend, ne? Sich immer auf so einen guten Weg auch einzulassen, oder? Also selbst wenn man den Anspruch hat, durchbrichst du das auch manchmal und sagst, nee, jetzt ist egal. Gute Frage. Weiß ich gar nicht genau, weil ich habe das Gefühl, das ist fast schon so tief in mir verankert, dass es fast schon automatisch passiert, dass ich irgendwie immer so mich eigentlich immer frage, was steckt wohl dahinter, aber was gut, ist so die Intention? Gut. Bewahr dir das auf jeden Fall. Bewahr dir das auf jeden Fall. Sag noch mal ganz kurz, bevor wir dann schnell zu Viva con Aqua auch einschwenken, weil ich da so neugierig bin. Leiterin einer Jugendhilfeeinrichtung. Auch das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Und das in Schleswig-Holstein, glaube ich, und mit 24 Jahren. Ja, das war wirklich einerseits eine große Chance und eine große Herausforderung zugleich, weil das natürlich die Einrichtung an sich sehr, sehr beeindruckend. Da arbeitet ein 20-köpfiges Team, direkt sehr tiergestützt mit Kindern und Jugendlichen. Das ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung. Gibt es auch heute noch in der Nähe von Heide, Jugendhof Hollingstedt. Wirklich tolle Arbeit, die Kollegen da vor Ort machen. Und das war für mich 3 sehr spannende Jahre, dort auch mitzuarbeiten. Ich konnte mich da, habe auch wirklich viel gelernt, auch von dem Team, weil ich habe zwar einerseits so diesen strukturierten, strategischen Blick reingebracht, aber das Team vor Ort hatte natürlich langjährige Erfahrung, insbesondere in Bezug auf Jugendliche unterstützen und in ihrer Entwicklung auch weiterbringen. Ja. Da durfte ich ganz viel lernen und habe aber da auch früh gemerkt, was das eigentlich auch bedeutet, was man da für eine Verantwortung übernimmt. Und habe schon gemerkt, es ist auch ein bisschen kaltes Wasser, da muss man lernen zu schwimmen. Kaltes Wasser ist super und Verantwortung auch. Wie kam es dann zu Viva con Aqua? Vielleicht in einem Satz, weil ich dann ganz kurz einmal über Viva con Aqua sprechen möchte. Denn ich glaube ja, dass alle in Hamburg und sicherlich auch deutschlandweit Viva con Aqua kennen. Aber wir wollen trotzdem nochmal Viva con Aqua hier auch gleich vorstellen. Also sag einmal ganz kurz, wie bist du da hingekommen? Du bist da jetzt Geschäftsführerin. Und was zeichnet Viva con Aqua aus? Ich war auf der Suche eigentlich nach einer Position in Hamburg, weil ich gerne zu meinem Mann ziehen wollte. Und ich kenne Viva con Aqua aus meiner Schulzeit noch, weil dort Benjamin Adrian damals an unserer Schule Viva con Aqua vorgestellt hat und auch da die Möglichkeit gegeben hat, dass wir als Schüler uns engagieren konnten. Das hat er viel gemacht damals. Ich habe ihn ja auch vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und da erzählte er mir von dieser Passion. Er hat ja auch gesagt, dass Viva con Aqua wahrscheinlich in anderen Städten nicht entstanden wäre.
Hast du so ein bisschen herausgefunden, warum es da diesen Hamburg-Spirit gegeben hat, warum man das in Hamburg machen konnte? Vor 15 Jahren, Viva Con Agua hat jetzt gerade Jubiläum. Ja, genau. Das Besondere war, dass da so eine Energie in den Anfängen war. Es ist auch eine enge Anbindung einfach an den FC St. Pauli entstanden. Und da hat sich schon ganz früh entwickelt diese Idee, wir gemeinsam können etwas schaffen. Wir haben eine gemeinsame Vision, nämlich Trinkwasser für alle Menschen weltweit zugänglich zu machen. Und wir machen das mit einem ganz besonderen Ansatz, nämlich mit Lebensfreude und mit der Idee, dass sich jeder beteiligen kann. Wir sagen immer so ganz gerne, wir sind eigentlich eine All-Profit-Organisation, weil jeder, der sich für uns engagiert, auch selber davon profitiert. Einerseits, weil er neue Impulse bekommt, weil er inspiriert wird, weil er Menschen kennenlernt, weil er Beziehungen aufbaut, aber auch, weil er diese tiefe Sinnorientierung in seinem eigenen Leben findet und merkt, dass er etwas tut, was weitaus größer ist sozusagen als man selber. Und da hat Hamburg irgendwie mit sehr, sehr vielen Menschen, die tolle Ideen haben, sehr kreativ sind und die auch ganz viel unterstützt haben, mit dazu beigetragen, dass sich Viva Con Agua so entwickeln konnte, wie es jetzt ist. Zwischenzeitlich gibt es Viva Con Agua deutschlandweit in 55 Städten, wo es ehrenamtliche Gruppen gibt, die eigene Aktionen machen für unser Ziel, sauberes Trinkwasser für alle. Das ist die große Vision. Die große Vision. Die große Vision, sauberes Trinkwasser. Auch zugänglich für alle, nicht nur für alle, sondern tatsächlich auch die Zugänge zu sauberem Trinkwasser. Und ihr habt eine super Aktion, ne? Bei der auch schon ganz viele, auch Prominente, mitgemacht haben in der Vergangenheit und alles, aktuell. Jeder und jede, die Rang und Namen hat, ist schon mit diesem Schild fotografiert. Und deswegen dachte ich, eigentlich später auch noch eine Aufnahme machen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich bin schon 3 oder 4 Mal gefragt worden und irgendwie hat es dann am Ende nicht funktioniert. Auch als ich letztes Jahr bei der Millantor Gallery war, ich durfte so eine kleine Sneak Preview machen. Da dachte ich, wir müssen noch dringend mit Water is a Human Right ein Bild machen und irgendwie haben wir es am Ende dann vergessen. Aber das mache ich wahnsinnig gern. Ist eine super tolle Initiative. Das Ganze fing ja mal an und läuft das eigentlich auch immer noch so mit Pfand sammeln auf Festivals. So habe ich ja Viva Con Agua kennengelernt, dass ich gedacht habe, wer läuft denn da rum mit den großen Mülleimern und den Viva Con Agua-Fähnchen? Ihr seid ja jetzt inzwischen auch in ganz andere Geschäftsbereiche ausgestrahlt und greift dahin aus. Das kannst du vielleicht auch noch mal kurz darstellen. Das ist das Besondere, dass wir irgendwie sehr früh uns gefragt haben, wie kann man denn mit ganz viel Freude eigentlich auf unsere Vision aufmerksam machen und gleichzeitig aber auch jedem die Möglichkeit geben, sich selber auch zu beteiligen. Und so sind wir jedes Jahr auf über 150 Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz und sammeln da eben mit ehrenamtlichen Gruppen Pfandbecher und diese Pfandbecher fließen dann sozusagen als Spende in unsere Projekte. Vielleicht nochmal, was sind unsere Projekte? Genau. Und haben so eine Kernregion Ostafrika, wo wir hauptsächlich Projekte unterstützen, mit dem absoluten Fokus, Menschen Zugang zu Wasser zu ermöglichen. Und das geht eigentlich immer durch die Komponenten. Einmal natürlich Zugang zu Wasser, aber auch die Abdeckung der Sanitär- und Hygienekomponente. Ja, und das Besondere, wie wir es in Hamburg machen, so machen wir es eigentlich auch weltweit in unseren Projekten. So macht das Viva Con Agua Uganda, die NGO, die es jetzt in Uganda gibt vor Ort. Wir machen das mit so viel Lebensfreude und ich glaube, das ist auch so diese Saat, die wir aus Hamburg mitgenommen haben, raus in die Welt und die, wo wir merken, das klappt überall. Das setzt so eine positive Energie und Verbindung frei. Und das muss ich sagen, finde ich auch immer ganz faszinierend, wenn ich mal so Reden von dir höre, dass ich das Gefühl habe, du bist auch mal sehr, sehr positiv und schaust immer auf die Potenziale und guckst, wie können diese Potenziale sich eigentlich wirklich entfalten. Weil ich glaube, dadurch entsteht nämlich etwas Kraftvolles, dass man auf das Positive guckt. Positiv ist super, nach vorne gerichtet auch. Jetzt bist du Führungsfrau bei Viva Con Agua. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Und wie kriegst du die unterschiedlichen Interessen so vieler Menschen, die sich ja zuallererst ehrenamtlich engagieren, und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen? Wie kriegst du die zusammen? Und wie begeisterst du sie, die Vision jeden Tag neu zu verfolgen, die ihr habt als Viva Con Agua? Also ich glaube, erstmal so ganz zentral sehe ich bei mir einen ganz großen Demut und einen höchsten Respekt vor dem, was so viele Menschen jeden Tag für Viva Con Agua leisten. Weil es ist wirklich unfassbar, was unser dezentrales Netzwerk geschaffen hat und wie es auch dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Noch immer sind es 579 Millionen Menschen ohne Zugang. Und ich persönlich versuche in meinem Team eigentlich immer eine Stabilität also so eine Balance zu wahren zwischen einerseits Stabilität, verlässlichen Strukturen, Rahmenbedingungen und auch einen festen Rhythmus, den wir einhalten über das Jahr hinweg
und auf der anderen Seite aber auch wieder neue Impulse, Innovation, auch nochmal ein Out-of-the-Box-Denken, neue Methoden, kreative Techniken und da sozusagen immer in Balance zwischen beiden Seiten das einzubringen. Klingt sehr wie Führung als Teamspiel. Da habe ich auch immer meinen Ansatz gefunden und ich fand ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, in Dankbarkeit und Freude und Demut für die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich war ja auch 7 Jahre hier Parteivorsitzende des Grünen Landesverbandes und das war tatsächlich mein zentraler Antrieb, immer zu sagen, ich mache das so unglaublich gerne, weil es Hunderte, inzwischen ja Tausende, wir sind ja irre gewachsen in den letzten Jahren, von Menschen gibt, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich sich für eine Sache einsetzen. Ja? Die Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen und dann jeder und jede an seinem und ihrem Platz, sei es im Tierschutz, sei es im Bereich der Innenpolitik. Ja. Und das hat mich immer fasziniert. Und deshalb sind Parteien und Viva Con Aqua vielleicht nicht unbedingt miteinander vergleichbar, aber auf das Engagement der Ehrenamtlichen zu setzen, da gibt es, glaube ich, eine ganz große Überschneidung. Ne? Ja, und auch aber immer wieder so eine ganz klare Mission und Vision auch zu formulieren, der sich dann auch, die dann wie so eine Art gemeinsame Identität auch wirkt. Mitziehen und mitgehen. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen, wie viele seid ihr? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ihr habt sicherlich noch ein paar Leute, die auch hauptamtlich mit unterwegs sind. Und knallt es auch manchmal bei euch? Das klingt jetzt alles so wahnsinnig positiv, alles ist schön. Gibt es da manchmal auch Momente, wo du sagst, nee, Leute, das also, macht ihr jetzt mal schön ohne mich weiter und ich habe keinen Bock mehr? Das Spannende ist, ich habe das Gefühl, Viva Con Aqua steht gerade so an einem Punkt. Du hast vorhin gesagt, 15 Jahre gibt es Viva Con Aqua schon. Wir sind unglaublich gewachsen, haben uns international aufgestellt, haben irgendwie eine deutlich höhere Diversität auch in unser Netzwerk reinbekommen. Und stehen aber schon auch vor der Frage, jetzt gibt es uns 15 Jahre und wir haben unser Ziel, Wasser für alle zu ermöglichen. Und gleichzeitig merken wir aber auch, das Wachstum bedeutet aber auch, bestimmte Grundinfrastruktur auch teilweise nachzuziehen, weil wir auch schnell gewachsen sind, alles auch immer komplexer geworden ist, so viele Ideen und so ein Reichtum ja auch an Ideen und Innovation. Und das alles, da müssen wir manchmal aber auch aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln, sondern dass wir sozusagen auch immer mal wieder Zeit nehmen in grundlegende Strukturen, in klare Vereinbarungen und auch sowas wie eine IT-Infrastruktur oder eine Strategie, wie wollen wir da eigentlich und zum Beispiel auch überall unser gesamtes Wissen, was wir haben, aus Haupt- und Ehrenamt und Netzwerken international, wo wollen wir eigentlich unser ganzes Wissen so speichern und ablegen, dass jeder darauf zugreifen kann und dass jeder davon profitiert. Und sicherlich auch eine Frage von Erwartungshaltung, oder? Wie meinst du genau? Von den Mitgliedern oder von den Engagierten, die dann sagen, was kommt jetzt ein nächster Step? Gibt es auch den Konflikt zum Beispiel derjenigen, die sagen, wir haben doch eine Kernaufgabe und lasst uns bei dieser Aufgabe bleiben, bei denjenigen, die sagen, nee, wir sind jetzt schon so viele und auf so vielen verschiedenen Ebenen unterwegs und jetzt müssen wir in alle Bereiche ausstrahlen. Mich hat das eben erinnert an den Wachstum, den wir in den letzten anderthalb Jahren vollzogen haben. Wir haben hier in Hamburg unsere Mitgliederzahl verdoppelt und da sind dann die Erwartungen ganz unterschiedliche. Die einen, die sagen, jetzt habe ich mich entschieden, in die Partei zu gehen und jetzt muss auch alles sofort passieren. Mhm. Und die prallen natürlich auf die Interessen derjenigen, die sagen, ja, komm erst mal an. Gewöhn dich mal daran, wie hier Parteiarbeit läuft. Ihr könnt euch natürlich überall einbringen, aber gut, Ding will Weile haben. Und da clasht es natürlich auch manchmal. Und in der Tat die Frage, ist man von den Strukturen noch vorbereitet oder verlässt man dann, wenn man größer wird, auch langsam so die Situation, wo man schnell und agil ist und auch unmittelbar reagieren kann auf Dinge, ne? Ja, ein spannender Punkt. Also Viva Con Aqua ist total dezentral organisiert und wir verstehen uns auch in den Teams so, dass wir mit ganz flachen Hierarchien arbeiten wollen, weil wir sehen, dass wir uns dann diese Agilität auch beibehalten können und weil unser Ziel ist es auch, dass die Kompetenzen nicht irgendwo hierarchisch gelagert sind, sondern wirklich dezentral in den Teams und da dann auch schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Aber es ist genau wirklich, wie du sagst, eigentlich schon auch so, dass wir immer wieder Menschen im Team haben, die sagen, schneller, höher, weiter, noch weitere Ideen, noch was Neues und andere, die eher bewahrend und dann sozusagen wieder auf den Fokus hinarbeiten, was ist sozusagen und der Kern von Viva Con Aqua. Was hast du gelernt am meisten in der Zeit, in der du jetzt Geschäftsführerin bist, über eine Organisation wie Viva Con Aqua und was hast du für dich selbst so als Erkenntnis
bisher mitgenommen? Das sind zwei Hauptpunkte. Einmal die absolute Beziehungsorientierung, die wir bei Viva con Agua haben, dass das auch das ist, die Verbindung zu anderen Menschen, die trägt und die stabil ist und die auch Lernen befördert. Und aber auch ganz klar, was es mit Menschen macht, wenn man an ihr Potenzial glaubt und sie auch selber an ihr Potenzial glauben und sie es auch schaffen, sozusagen sich auf ihre Potenziale darauf zurückzugreifen. Ich finde immer das Modell eines Eisbergs so ganz spannend. Mhm. Manchmal sind wir nur in dieser Spitze rein kognitiv unterwegs und schaffen es manchmal gar nicht so auf unser gesamtes, ganzheitliches Potenzial zurückzugreifen. Und da habe ich gesehen, wirklich, was das bedeutet bei Viva con Agua, wenn es einzelne Menschen schaffen und wir auch als gesamtes Kollektiv schaffen, diese Potenziale zu heben, was daraus für eine Energie entsteht. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Ist Viva con Agua da einzigartig oder hast du da vielleicht auch tolle Strukturen jetzt nochmal geschaffen? Oder sagst du, den Ehrgeiz habe ich jetzt, irgendwie das ganze System umzukrempeln und zu verändern? Also suchst du nach einer neuen Aufgabe oder Herausforderung, ohne jetzt hier in die Kamera einen Jobaufruf oder so zu starten. Da wären wahrscheinlich dann alle erstmal schockiert. Aber siehst du für dich irgendwann irgendwo einen nächsten Schritt oder sagst du, das ist jetzt so fantastisch und das versuche ich da, wo ich bin, jetzt weiterzumachen? Viva con Agua hat die klare Vision, Wasser für alle. Aber was ich so besonders finde, Viva con Agua hat eigentlich eine viel größere Vision. Wir wollen eigentlich eine gesellschaftliche Transformation. Wir glauben daran, dass sich jeder engagieren kann und dass ehrenamtliches Engagement dazu führt, dass sich die gesamte Gesellschaft verändern wird. Mhm. Und das ist so das, was mich total antreibt und motiviert und auch, wo ich merke, da zieht es mich auch hin und da glaube ich auch dran. Und im Rahmen von Viva con Agua wollen wir diese Veränderung schaffen. Das heißt, da gibt es noch so viele spannende Themen, die auf mich warten, dass ich das Gefühl habe, wir sind eigentlich gerade erst am Anfang und es geht erst so richtig los. Und gerade mit 2030 ist ja spätestens der Schritt, dass SDG 6, also sauberes Trinkwasser, wirklich global erreicht werden soll. Und dafür wollen wir uns auch einsetzen. Und wenn das erreicht ist, gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen, wo wir uns drauf stürzen werden. Man spürt ganz viel Power, fast ein bisschen knistern hier. Das ist ganz großartig. Und du hast eben auch schon gesprochen über die Vision. Hast du denn persönlich oder habt ihr als Viva con Agua auch eine Vision für Hamburg? Wie soll es hier aussehen in 10, 20 Jahren? Was ist da dein Bild? Viva con Agua war auch schon vor vielen Jahren innovativ, gerade in Bezug auf so Social Businesses und die Gründung von Sozialunternehmertum. Und da sehe ich auch eine absolute Vision für Hamburg, dass Hamburg da auch wie so eine Vorreiterrolle einnehmen kann, dass hier Innovationen entstehen, die wirklich Antworten geben auf gesellschaftliche Herausforderungen und besonders mit diesem systemischen Blick richtig neue Innovationen entwickeln. Und da glaube ich, hat Hamburg die ganzen Voraussetzungen dafür und kann so eine richtige Strahlkraft auch für Deutschland, aber auch international übernehmen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch überlegt, wie lässt sich das politisch so. Weil das eine tolle Anregung ist. Das ist ein Feld, auf dem wir uns jetzt schon länger tummeln, auch mit Abgeordneten, aber auch mit Parteimitgliedern und in Kontakten zu Vereinen, Verbänden und Unternehmen. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das die nächsten Jahre noch stärker zum Fliegen kommt tatsächlich und ich genieße das richtig, solche Anregungen zu bekommen. Das letzte Mal ging es um eine öffentliche Festivalfläche in den Sommermonaten, jetzt soziales Unternehmertum. Caro, gibt es noch eine letzte Frage, die du vielleicht an mich hast? Ja. Also weil unsere Zeit leider schon wieder fast vorbei ist. Also ich fände total spannend zu wissen, wie du dich einerseits inspirierst, also wo findest du so deine Ideen? Für das, was dir immer was bedeutet, so? Ach so, ich dachte, es kommt noch was. Ach so, ja. Ich wollte dir erstmal nicht zu Wort kommen lassen. Die zweite Frage stelle ich danach. Ja, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das sind oft Dinge, die ich sehe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich ein Magazin lese. In der Vergangenheit war es häufig bei Auslandsbesuchen, wenn ich Städtereisen gemacht habe oder auf jetzt in meiner Amtszeit Delegationsreisen. Thema Wissenschaft, Wirtschaft, die Verbindung. Ich bin immer noch, und das sage ich in fast jeder Rede, tief beeindruckt von meinen Besuchen in Israel und diesem Can-Do-Spirit, no fear to fail, wir probieren einfach mal, wir legen los und haben auch keine Angst davor zu scheitern. Und das ist etwas, was ich mir hier ein wenig mehr wünschen würde, dass man auch aus seiner Komfortzone mal rausgeht, um darüber auch echte Veränderungen anzustoßen. Und das waren für mich absolute Inspirationsquellen. Und aktuell würde ich natürlich sagen, und jeden Tag meine beiden Mädchen, meine Zwillinge,
Also, dass man sich diese Fröhlichkeit und das Unbekümmerte von kleinen Kindern, dass man sich das bewahrt und neugierig bleibt, das treibt mich total an. Ja, spannend. Ja. Wenn ich noch eine letzte Frage stellen darf. Ja, eine letzte und dann müssen wir, glaube ich, Tschüss sagen für heute. So aus meiner Rolle heraus so spannend finde, wie triffst du denn Entscheidungen, wenn du das Gefühl hast, die Entscheidungsgrundlage ist eigentlich so komplex und es spielen so viele Faktoren rein und man kann gar nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, das ist die richtige Entscheidung. Ja. Also erstmal natürlich wirklich eine gute Grundlage schaffen und möglichst viele Perspektiven einbeziehen, viele Gespräche führen und dann aber auch den Mut zu haben, zu entscheiden. Also und an einem bestimmten Punkt zu sagen, nichts ist ohne Risiko. Natürlich läuft man auch bei jeder Entscheidung Gefahr, dass man eine Woche später, ein halbes Jahr oder Jahr später feststellt, hätte ich mal an der und der Stelle. Aber wir kommen dann ja nicht weiter. Das ist das, was ich vorhin meinte. No fear to fail. Dass man auch Fehler machen kann, dass wir eine neue Form von Fehlerkultur brauchen. Was jetzt nicht heißen soll, ich gehe in so ein Kamikaze-Kommando rein und alles, was mir auf den Tisch flattert, das machen wir so und es geht kreuz und quer. Eine ruhige, aber dann eine selbstbewusste Ausstrahlung zu sagen, ich habe jetzt für den Zeitpunkt ausreichend Informationen und jetzt wird eine Entscheidung getroffen und das ist eine kleine, und das ist auch ein Stück Führungsaufgabe, dass man das für sich hinkriegt. Und ich habe das Gefühl, du machst das auch so. Wir sind durch mit der Zeit. Es war mir ein Fest, eine Freude, dass du heute hier warst. Ich bin mir sicher, du hast viele Zuschauerinnen, auch hoffentlich Zuschauer, gepackt und inspiriert. Ich danke, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeguckt habt. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge vom Grünen Salon. Tschüss. Tschüss.